voll gefreut. Doch ein bisschen enttäuscht. Doch manchmal anders. Ja. Naja. Abrundlung bitte, Tatia. Hallo, Berlis, Berlos. Wir sind zurück vom Wasser. Da am Baum hängt alles zu trocknen. Da liegen das Wing noch und das Surfmaterial. Man sieht, wir waren Wingen und Windsurfen. Ich war Windsurfen. Ja, erster Tag Levante. Man merkt, es ist deutlich wärmer geworden. Boah, heute Mittag saßen wir in Top und kurze Hose in der Sonne und es war zu warm. Wir mussten den Schatten. Verrückt, oder? Ja. Bin erledigt. Das sieht man. Du hängst gut rum. In meiner Matte. Handtuch auf aber den Kopf. Aber in der Sonne, herrlich. Bester Platz abends eigentlich. Ne? Aha. Sieht gut. Sieht echt nicht schlecht aus. Radlöchern und Oliven. Genau. Als Aperitif. Dann genießt das Getränkle, die Sonne. Und ich würde hier was an der Arbeit gehen und auch noch ein bisschen die Abendsonne genießen. Ob es klappt oder nicht, aber wir fahren mal wieder. Ja, wir sind unterwegs und zwar eigentlich in eine ganz andere Richtung, als wir heute Morgen noch geplant hatten. Ja. Ich hatte eigentlich geplant, Alex und Marie zu besuchen, um die zwei zu sehen und den Kleinen zu besuchen gehen. Habe ich schon voll gefreut und jetzt haben die gestern Abend sich noch bei uns gemeldet. Wir haben schon morgens gelesen, wir haben schon geschlafen, dass sie sich positiv auf Corona getestet haben. Ja, jetzt macht das natürlich nicht so viel Sinn, dahin zu fliegen. Das sieht ja schlecht aus. Sitze ich da fest. Beide geht es, was wir jetzt wissen, gut. Also genau, leichte Erkältungssymptome. Wir hoffen, dass es so bleibt. Das Wichtigste ist, dass es denen allen gut geht. Ich habe meinen Flug jetzt umgebucht. Für wann anders. Und ja, so ist es. Kommt manchmal einfach schneller anders, als man denkt. Das heißt, wir fahren nicht nach Malaga, Flughafen, zum Flughafen, sondern in die andere Richtung, Richtung Canyos de Meca. Und da soll es etwas weniger Wind geben. Ja, in Tarifa ist wieder viel zu viel Wind. Ja, macht keinen Spaß. Ja. Und dort kommt der Windwässer, ist auch ihr Sideshore und es hat schöne Wellen. Ja. Schauen wir uns das mal an. Genau, wir haben uns bei der Camping abgemeldet. Ne? Und für drei, vier Tage so abgemeldet. Wow! Drei, vier Tage abgemeldet. Aber schaut das an. Das ist Fejér, die weiße Stadt. Also es sieht super schon schön. Hammer aus. Von da oben hat man wieder Blick aufs Meer, soweit ich mich erinnere. Ne? Ja. Immerhin habe ich jetzt wieder frische Hosen und Unterhosen und so, weil ich gestern noch schnell, bevor ich dann fliege, ein paar Sachen rausgewaschen habe. Weil ich hatte nur noch dreckige Hosen eigentlich und so dachte ich, so kann ich nicht daheim ankommen. Naja, immerhin habe ich jetzt wieder ein bisschen saubere Sachen. Angekommen, sieht sehr schön aus eigentlich, muss ich sagen. Ich bin nur am überlegen, welche Kitegröße ich nehmen soll. Das ist immer die Frage. Naja, Kai baut gerade schon mal auf. Schatz, wie war es bei dir? Spannend. Es war richtig, richtig viel Wind. Und ein neuer Platz. Ich bin ja, glaube ich, ganz früher mal gesurft. Aber bei mir ist auch schon lange her, aber auch nur einmal. Eigentlich nicht. Und dann ist es irgendwie spannend, wenn man wohl neu fahren geht, weil man gerade nicht weiß, wie das Wasser ist oder was unter dem Wasser ist. Vor allem hier sind auch viele Steine, Riffen. Und wenn man dann nicht weiß, wo es ist, aber sonst richtig cool, richtig viel Wind, viele Windsurfer draus, also hier ist richtig was los, aber auch viele Kiter. Und auch viele Kiter, die Kiter sind alle rechts da gefahren und hier, ja, wo wir stehen. War in der Mitte, ich habe meinen kleinsten Kite genommen übrigens und war sehr froh dran, weil selbst mit dem kleinsten Kite war ich zwischendurch ich auch, überpowered, ja. Kleinste aber Säge. War schön. Ja, aber hat echt Spaß gemacht und ist cool, coole Szene hier, echt Surf-Szene noch voll. Was nicht so cool ist, uns wurde unsere Pumpe geklaut. Stimmt. Ja. Kite aufgepumpt, dann habe ich die einfach in die Düne gelegt. Oder an die Düne. Ja, zurückgekommen, war es nicht mehr da. Sowas finde ich echt immer blöd. Ja. Das ist super nervig einfach. Ja, wieso machen das Leute? Warum können sie die Sache nicht liegen lassen? Denken wir immer an das Gute in den Menschen, aber irgendwie. Ja. Doch mich enttäuscht. Doch manchmal anders. Ja. Naja.
Es ist nur Material, wir haben uns noch. Holen. Ja, wir sind noch heile. Ja. Kaffee trinken. Jetzt gehen wir Kaffee trinken. Wir suchen hier einen Parkplatz auf und gehen Kaffee trinken. Jetzt stehen wir nicht mehr auf dem Camping. Jetzt müssen wir halt alles wieder verladen, ne? Ja. Das ist halt der Nachteil, aber es geht schnell. Ja, aber wir haben auch nicht alles mitgenommen. Es liegt noch einiges auf dem Camping bei anderen auf dem Platz. Wir haben ein paar Boards da gelassen, dass wir nicht alles mitnehmen müssen. Eti ist am Einchecken. Wir haben hier so eine Art Campingplatz gefunden. Das ist ein großer Parkplatz. Und da gibt es Wohnmobilstellplätze. Und da haben wir uns dann jetzt hier dazwischen gedrängt. Die kennen wir vom Camping. Ist ganz nett. Und ja, schlafen wir dann heute Nacht. Wahrscheinlich die kommenden 2-3 Nächte. Ist halt ganz geschickt, weil hinter den Bäumen ist direkt auch das Wasser, das heißt, wir können dann auch wieder zum Wasser laufen und haben es dann nicht weit. Also, jetzt wird Kaffee gemacht dann endlich. As a young girl, it feels were mine. Wir haben was gearbeitet, gechillt, Kaffee getrunken und jetzt laufen wir nochmal vor an Strand. Schon mal den Weg für morgen checken, wie weit es genau ist, um mit dem Material zu laufen. Genau, ein Stückchen laufen muss man schon. Man sieht die Kites. Aber schau, die Kites fliegen da noch immer. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Ja, sehr weit ist es nicht. Nee. Ja, hier laufen wir dann entlang der Straße. Aber ist nicht so weit. Nicht so weit. Ein Stückchen links und dann geht es hier schon rechts. Am Strand. Ja. Es ist noch immer gut Wind. Ja, ich auch. Es sind auch noch immer Leute auf dem Wasser. Raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free. Without a care in the world. I was one rich little girl. Jetzt sieht man die Steine ganz gut, ne, wo wir gefahren sind. Da sind überall Steine. Und hier vorne so vereinzelt da was. Ja. Aufpassen, da muss man schon aufpassen, sieht runtergehen. Aber schon richtig gut aus. Aber es sieht geordneter aus als die Welle, oder? Ja, mit Ebbe ist schon echt besser. Schön mit Aussicht auf dem Leuchtturm. Ja. Aber kalt ist es, der Wind. Ja, frischer Wind. Aber du, wenn du in Deutschland wärst, wärst du noch dicker eingepackt. Ja. Was für ein Stimmung hier. Echt schön. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. So, jetzt haben wir es gesehen. Wir wissen es im Gehirn gespeichert, wo die Steine liegen. Und dann ist es jetzt Zeit, um Essen zu gehen. Kochen, genau. Kraft zu tanken für morgen. Dann können wir uns morgen wieder im Sturm auspowern. Ja, mal gucken, wie stark der Wind morgen wird. Ja, bin gespannt. Also, erstmal, gutes Nächtle. Schatz, was ist heute Abend bei uns? Programm, was haben wir geplant? Du gibst mir ein Fußmassage. Was ist das jetzt für eine blöde Idee? Das wäre eine super Idee, oder? Mein Fuß könnte es brauchen. Ich meine auch. Fußmassage? Nee, wir haben was anderes gesagt. Ich habe nicht so Lust zu massieren, aber ich habe Lust, eins zu bekommen. Wir haben gesagt, wir schauen Film. Ja, Filmabend. Filmabend. Wenn man so vom Surfen, vom Tag auf dem Wasser erledigt ist, ist es schon immer entspannt, auch einfach sich zu berieseln zu lassen. Ja. Jetzt zeigen wir euch mal, wie das dann bei uns aussieht, wie wir uns gemütlich hinsetzen. Das ist so gemütlich, genau. Das bauen wir mal auf. Das mache ich jetzt. Das machen wir jetzt, sonst wird es zu spät, sonst schaffe ich keinen Film mehr. Okay. Da bin ich eh gespannt, ob du einen Film schaffst. Was? Ja, das ist bei dir schon die Ausnahme, dass du einen Film schaffst eigentlich. Normal bist du davor schon... In letzter Zeit habe ich es immer geschafft. Das stimmt. Wir hatten auch gute Filme, ne? Wir haben beide geweint beim letzten Film. Das sagt immer was über den Film, ne? Also wenn du es schaffst... Wenn ich nicht einschlafe. Wenn du nicht einschläfst, dann war der Film okay. Ja. Dann war das ein richtig Kompliment. Nicht schlecht in Schwäbisch. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So, fertig? Ich bin fertig, ja.
Ja, so sieht es aus. Wir haben ein Bett gemacht, Kissen an die Wand, dann lehnen wir uns da gemütlich an. Und Laptop ist hier in Kai seinem Kleiderschrank eigentlich. Das ist mein Platz. Dein Platz? Genau, und ich liege dahinter schräg dann. Das ist super, weil die Küche, da kann ich so mein Bein strecken. Kai hat seine Füße in der Küche. Ja. Käsefüße in der Küche. Also ich ziehe was Gemütliches an. Ja, die Jeans muss aus. Und dann schauen wir mal nach dem Film. Und dann suchen wir einen guten Film aus. Ich gehe mal wieder kiten. Hat einen Grund. Wir haben als kleinstes Windsurfsegel im 4.0er. Ist zu groß jetzt. Also die Windsurfer dort fahren alle mit 3.3er, 3.5er und sind schon richtig angepowert. Jetzt nimmst du der kleinste Kite, ne? Dann nehme ich die kleinste Kite. Das ist für dich aus, auf dein Board auch. Ja, mach's nicht kaputt, ich sag's dir. Ja, ich tue mein Bestes. Okay, dann geh mal pumpen. Ja. Session gestern war richtig gut. Hat echt Spaß gemacht, auch mit dem Kite mal wieder. Das war lange her. Ja, sieht gut aus bei dir. Ja. Und mittags bin ich dann noch zusammen mit Kate raus. Ich mit der Windsurfer, du kiten. Und ich kiten dann. Und, der Wind ist eigentlich ein bisschen nach unten gegangen. Ja. Und der Nachbar hat vorne gut gemacht, ja, Wind ist weniger geworden. Wir können sogar größere Kite nehmen und du dein größeres Segel. Ist okay. Den anderen Kite genommen, vorgelaufen, kam mal vorne wieder voll an. Eigentlich auch wieder überpowered gewesen, aber ja. War nett. Welle war, war echt war groß. Ja. Und zum Teil ist ja. Mir in die Hose. Aber jetzt wissen wir, wo die Steine lagen und dann war es eigentlich ganz, ganz gut. Und jetzt gibt es Abwasch mal wieder und dann dachte ich, nutze ich mal genau jetzt, um kurz noch zu zeigen, wie das hier aussieht da vorne. Jo, dann. Let's go. Gibt es einfach einen großen Platz, wie ich es schon gezeigt habe. Einfach ganz einfacher Platz, aber jeder hat Strom. Es gibt nur einen Tarif pro Nacht für alle, egal wie groß man ist, ob man mit oder ohne Strom nimmt. Aber sie haben halt echt die Services, also Abwasser, da steht schon einer, der macht sein Abwasser leer und da ein kleines Empfang. Haus, wo sie einfach so kleine Sachen anbieten, was man kaufen kann, was zum Essen oder sonst. Hier gibt es einen kleinen Sitzbereich, Ecke. Eigentlich ganz nett. Und da hat man dann auch guten Empfang. Und da gibt es einen Container mit Toiletten, Wasser zum Abspülen und was wir jetzt brauchen, ein Spülbecken. Ja, ja. Und es findet noch immer. Und es findet noch immer. Stimmt. Okay, dann los geht der Action. Hast du einen Frühstückskollege? Ja, aber sie werft es auf den Boden jetzt. Ja. Habt ihr was gefüttert? Was vom Müsli bekommen mit Milch, Haferflocken. Ich hab gefragt. Hä? Ich glaube, es hat ihr geschmeckt. Sie will, glaube ich, noch mehr, so wie sie dich anguckt. Mhm. Geht man das? Ich habe noch ein bisschen Angst, dich. Ja, ich glaube, die ist noch jung, die ist relativ klein, ne? Du brauchst keine Angst haben. Darfst ruhig essen. Lecker, lass es dir schmecken.
Skater nicht, sind bei unseren Nachbarn eingeladen. Das sind Schweizer, also französische Schweiz. Aber er, Tino, kommt aus Galicien. Und a front loop with a tortilla. Und er macht das traditionelle Gericht von hier, den spanischen Tortilla mit Kartoffeln und Zwiebeln und muy guapa, ey. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Okay, show me the back loop or the front loop tortilla. Let's go, show them. Hop! Way! It's dumb. Schmeckt's dir, Kate? Schmeckt lecker. Schmeckt echt gut. Oh, der Tortilla gestern Abend war richtig lecker, richtig traditionell zubereitet. Ja, hat Tino vom Tino. Verhöhnt. Genau, weil er ist ja, kommt ursprünglich aus Galicien. War richtig lecker. Mal gucken, ob wir das auch selber so hinbekommen, dass wir das mal selber probieren. Das üben wir mal. Hat auf jeden Fall gut Kraft gegeben heute Morgen auf dem Wasser. Hat noch eine gute Session. War sehr schön, ja. Und jetzt folge ich eine sehr schöne Straße, aber ich muss schon ganz arg aufpassen, weil das ist ziemlich schmal. Schmal und windig. Ja, aber es geht zurück nach Tarifa. Nach Tarifa, auf den alten Campingplatzzustand. Gefühlt fahren wir nach Hause. Ja. Nee, das ist echt schön. Ja, und dann geht auch schon wieder eine ereignisreiche Woche zu Ende, die dann doch ganz anders abgelaufen ist wie geplant. Eigentlich würde ich ja jetzt noch in Deutschland sitzen. Naja, das ist hat leider nicht geklappt. Ich hoffe natürlich, dass Alex und Marie schnell wieder fit sind. Liebe Grüße an euch beide, an euch drei natürlich. Schönes Jahr. Werdet schnell wieder fit. Und der Rest natürlich auch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis Macht's dahin. Gut, bleibt gesund. Ciao.